Hallo meine Lieben, diesmal nehme ich euch mit auf einen Flohmarkt. Nicht nur auf irgendeinen Flohmarkt, nein, ich nehme euch mit auf den Baby- und Kinderflohmarkt. Als ich das gelesen habe, dachte ich mir, wow, genial. Es gibt einen Flohmarkt, wo man sich Babys und Kinder kaufen kann. Super, das muss ich mir einfach anschauen. Und bei Flohmärkten ist es ja so, man kann ja ein Schnäppchen machen. Einerseits findet man dort Dinge, die man selbst brauchen kann. Andererseits gibt es dort Dinge, die rar sind, selten und vielleicht sogar wertvoll. Und wenn man so schaut, was ist jetzt wertvoll? Wertvoll sind Dinge, die einen Markennamen haben oder aber Dinge, die einen kleinen Fehler haben. Es gibt zum Beispiel Münzen, die vom Wert her nur ein paar Cent sind, aber für einen Sammler Millionen wert sind. Genauso gibt es Briefmarken. Wenn die einen kleinen Fehler haben oder Überraschungseierfiguren, die einen Produktionsfehler aufweisen, die sind dann extrem viel wert. Und ich denke mir, okay, ich gehe jetzt zu diesem Baby- und Kinderflohmarkt und ich frage mal, ob ich dort ein Baby kaufen kann oder ein Kind aus den 70ern, voll funktionstüchtig mit Kinderlähmung. Und ich möchte mal schauen, ob ich noch ein gut erhaltenes Exemplar am Flohmarkt, am Baby- und Kinderflohmarkt hier in Wien finde. Dürfte sich in meinem YouTube-Kanal kurz was fragen? Was denn? Und zwar, wir sind hier auf einem Baby- und Kinderflohmarkt. Jawohl. Also möchte ich hier ein Baby kaufen. Aus den 70ern, gut erhalten. Und weil ich auf Raritätensuche bin, hätte ich gerne ein Baby aus den 70ern mit Kinderlähmung, weil die gibt es jetzt nicht mehr. Und ich glaube, die wird im Wert steigen. Jetzt suche ich, habt ihr eins? Habt ihr irgendwo unter der Theke eins? Keins eingesteckt. Keins eingesteckt? Keins eingesteckt. Aber wisst ihr, wo man die kriegen kann vielleicht? Das ist die Frage. Ich weiß nicht, ob die... Ich suche ein gut erhaltenes Baby aus den 70ern, funktionstüchtig. Und weil ich auf Raritätensammlung bin, suche ich eins mit Kinderlähmung. Weil die gibt es ja jetzt Gott sei Dank nicht mehr. Und jetzt frage ich, haben Sie zufällig ein Baby aus den 70ern mit Kinderlähmung? Ein Puppenbaby. Ein Puppenbaby hätten Sie, aber richtig nicht. Nein, das gibt es nicht. Alles klar, vielen Dank. Okay, Baba. Das hier ist ja ein Baby- und Kinderflohmarkt. Ja. Darum suche ich ein Baby aus den 70ern. Ja. Gut erhalten und funktionstüchtig. Und bitte, wenn es geht, damit es eine Rarität ist, hätte ich gern eins mit Kinderlähmung. Weil Kinderlähmung gibt es nicht mehr. Ja. Haben Sie sowas zufällig? Nein. Kein Gott Baby. Gott sei Dank. Nicht leider. Gott sei Dank. Alles Gott klar. Gott sei Dank. Nein. Vielen Dank. Bitte gerne. Ich bin auf der Suche nach einem Baby. Gut erhalten. Aus den 70ern. Und weil ich Rarität suche ich ein Baby mit Kinderlähmung. Weil die gibt es jetzt nicht mehr. Okay. Also habt ihr zufällig eins im Angebot? Ja. Leider nicht, ne? Wisst ihr, wo ihr ans Grün kommt? Schon mal auf Willhaben geschaut? Ach, danke! Guter Tipp, glaube ich. Ja, Willhaben ist immer, auch bei Wohnungsauflösungen und so, ne? Kommt dann oft was zutage. Okay, sicher. Manche Leute verstehen nicht ganz, was ich will. Ich fürchte auch, ja. Wobei auf Willhaben gibt es Dinge, die man gar nicht haben will. Genau. Danke sehr. Ich bin auf der Suche nach einem gut erhaltenen Baby aus den 70ern. Ein gut erhaltenes Baby aus den 70ern. Und da ich auf Raritätensuche bin,
suche ich ein Baby. Ein gut erhaltenes Baby aus, aus den 70ern. Ich bin aber ein gut erhaltenes Baby aus den 70ern. Ja, ja, aber 70. Aber wieso? Wir sind erst Mitte 20. Nein. Wie, wollen Sie uns? Ja, nein. Okay, wir verstehen uns falsch. Ich suche ein Baby. Ein Baby. Aus den 70ern. Ja. Mit Kinderlähmung, weil die gibt es jetzt nicht mehr. Das heißt, ich werde im Werk steigen. Weil es ja eine Rarität ist. Also haben Sie zufällig irgend sowas? Nein. Hätten Sie einen Tipp, wo ich so ans Grün kann? Sind Sie schon ganz durch? Ich bin schon bei einigen Standen gewesen. Die haben alle kein Baby aus den 70ern mit Kinderlähmung. Aus den 70ern? Nein, ich suche ein richtiges Baby, funktionstüchtig, aus den 70ern. Also Puppe? Nein, ein Baby. Ein richtiges Baby super. Das ist ja ein Baby- und Kinderflohmarkt, oder? Ja. Da muss man ja ein Baby kaufen können. Da muss man ja Babys kaufen können. Ja. Sie haben vollkommen recht. Danke. Und es gibt es nirgends. Da kann ich Ihnen doch nicht weiterhelfen. Wir haben auch kein Baby aus den 70ern. Wir sind ja jetzt bei einem Kinder- und Babyflohmarkt. Ja. Jetzt bin ich auf der Suche nach einem gut erhaltenen Baby aus den 70ern. Okay. Und da ich nur auf Raritätensuche bin, suche ich ein Baby mit Kinderlähmung. Weil die gibt es ja jetzt nicht mehr. Ja. Jetzt frage ich schon die ganzen Standler, ob sie zufällig eins haben. Nein, habe ich leider keins. Haben Sie keins? Nein. Ah, schade. Hätten Sie einen Tipp, wo ich eins finden kann? Nein, weiß ich nicht. Alles klar. Vielen Dank. Aber viel Glück auf Ihrer Suche. Danke sehr. Entschuldigung. Hallo, grüß Gott. Ja, das ist mein YouTube-Kanal. Kurz was fragen. Bitte. Und zwar, wir sind ja hier auf einem Baby- und Kinderflohmarkt. Ja. Deswegen bin ich auf der Suche nach einem gut erhaltenen Baby aus den 70ern. Okay. Na, Baby. Ein gut erhaltenes Baby aus den 70ern. Ja. Und da ich auf Raritätensuche bin, hätte ich gern eins mit Kinderlähmung. Weil die gibt es jetzt nicht mehr. Gibt es nicht mehr? Okay. Nein, die ist ja fast ausgerottet mit der Schluckimpfung und so. Ja. Deswegen suche ich ein gut erhaltenes Baby aus den 70ern mit Kinderlähmung. Okay. Haben Sie sowas? Nein, wir haben leider keines hier im Moment. Keines? Nein, okay. Nein. Gott sei Dank. Ja. Okay. Viel Erfolg. Vielen Dank. Viel danke. Erfolg noch. Alles Gute. Sie haben gute Sachen. Darf ich Sie was fragen zu meinem YouTube-Kanal? Ja? Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Ich mache ein Video für meinen YouTube-Kanal. Darf ich? Und zwar, das hier ist ja ein Kinder- und Babyflohmarkt. Und ich suche ein Baby aus den 70ern. Gut erhalten. Alles. Okay. Danke. Hi. Darf ich Sie was fragen? Da das ja ein Baby- und Kinderflohmarkt ist, bin ich auf der Suche nach einem gut erhaltenen Baby aus den 70ern. Gut erhaltenes Baby, ja. Funktionssüchtig, aber ich bin ja Sammler. Ich möchte eine Rarität. Darum suche ich ein gut erhaltenes Baby aus den 70ern mit Kinderlähmung. Weil die gibt es nämlich jetzt nicht mehr. Und ich glaube, dass die im Wert steigen werden. Werden die im Wert steigen, das kann durchaus sein. Ja. Aber ihr habt keins, gell? Wir haben leider keins. Zu Hause haben wir einen. Zu Hause haben wir einen, wie im Stall. Ja. Zu Hause glaubst du, ein Baby mit Kinderlähmung aus den 70ern. Du bist mein Mann. Sehr gut. Aber es schaut schon alt aus. Ach so, schaut schon alt aus. Nein, nicht, also es schaut nicht gebraucht alt aus, sondern es schaut aus den 70ern. Okay. Ja, aber das wäre perfekt. Ich weiß nicht. Ist okay. Aber ihr habt sehr coole Sachen. Danke. Darf ich euch was fragen? Ja. Und zwar, ich mache gerade ein Video für meinen YouTube-Kanal über diesen Flohmarkt hier. Und auf Flohmärkten kann man ja alte Dinge finden und auch Raritäten. Und ich bin auf der Suche, ob ihr vielleicht ein Baby funktionstüchtig aus den 70ern habt. Aus den 70ern haben wir gar nichts. Nein, ein Baby. Vielleicht nur mit Kinderlähmung oder so. Weil die Kinderlähmung gibt es jetzt nicht mehr. Habt sie nicht. Alles klar, danke. Danke. Ich bin auf der Suche nach einem gut erhaltenen Baby aus den 70ern.
Und damit es ein bisschen im Wert steigt, hätte ich eine Rarität. Und zwar eins mit Kinderlähmung. Haben Sie sowas zufällig? Ja. Die Kinderlähmung ist ja jetzt ausgerottet. Gott sei Dank. Und deswegen möchte ich bin sowieso aus den 60ern. Auch wenn es Ende der 60er ist. Also ich kann nicht damit dienen, leider. Alles klar. Aber fragen Sie, es heißt ja Baby und Kind auf Thomas. Ja, ja, ja. Und keiner verkauft ein Baby. Ja, ich verstehe es nicht. Ich habe mich auch schon gewundert. Das stimmt. Gell? Ja. Ich habe noch sagen lassen, nur Männer finden das lustig. Frauen überhaupt nicht. Das kann sein. Das kann Oder sein. Nur Männer kommen auf die Idee. Frauen kommen nicht auf die Idee. Ich weiß es nicht. Komisch, gell? Im Kindermuseum habe ich mir das auch schon gedacht. Ja. Ja, ja. Richtig. Ja, ja. Oder Kinderschnitzel. Genau. Das ja. ist ja auch nicht aufs Kind gemacht. Total irreführend. In der Werbung kriegt man das geschimpft, wenn man das macht. Irreführung des Kunden. Das war der Flohmarkt hier in der NGC-Halle. Der Baby- und Kinderflohmarkt. Ich muss sagen, ich bin enttäuscht. Ich habe kein Baby gefunden. Weder eins aus den 70ern noch sonst irgendwie. War irgendwie nur komisch und auch enttäuschend, weil immerhin Baby- und Kinderflohmarkt, okay? Wenn es draufsteht, muss es auch drinnen sein. Oder nicht? Verstehe ich da irgendwas nicht falsch? Ich weiß nicht genau. Es ist auf jeden Fall für mich eine Mogelpackung. Baby- und Kinderflohmarkt. Das heißt, ich muss dort auch Babys und Kinder kaufen können. Wenn ich nicht mehr vertrauen kann auf das, was oben steht, wie soll dann die Welt funktionieren? Ehrlich, bin schwer erschüttert. Kein Baby, keine Kinder am Kinderflohmarkt. Das ist, ich verstehe die Welt nicht mehr. Es geht echt nicht so weiter. Es ist, ich weiß nicht. Ehrlich. Schräge Sache. Ich weiß es auch nicht.